Das Thema dieses Vortrages ist, sicherzustellen, dass vertrauliche Daten auch vertraulich bleiben und obendrein auch sicherzustellen, dass man hinterher das Ganze auditieren kann, Revisionssicherheit gewährleisten kann. Was wir immer wieder bei Kunden sehen, ist eigentlich dieser Effekt hier, dass der Kunde uns angrinst, sich freut und sagt, bisher ist bei uns nichts passiert. Das ist der ähnliche Zustand, den der junge Mann hier auch hat. Bei dem ist bisher auch nichts passiert. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. General Dynamics oder General Dynamics C4S ist ein Unternehmen, was in Europa halbwegs bekannt ist durch eine Reihe von Aktivitäten. Man sieht das hier auch auf der Map, wobei im Vergleich zu USA die Präsenz sicherlich überschaubar ist. Wir verfügen über 70 Niederlassungen in 13 Ländern mit ca. 10.000 Mitarbeitern und machen einen jährlichen Umsatz von ca. 28 Milliarden Euro. Das Thema ganz stark ist, wie gesagt, wie stelle ich sicher, dass Daten, die geschützt werden sollen, auch geschützt bleiben. Man braucht sich dazu eigentlich nur eine ganz einfache Grundregel vorzuhalten. Und das ist, was machen wir mit Dingen, die uns wertvoll sind, die wir schützen wollen, ob im privaten Bereich oder auch im geschäftlichen Bereich. Je schützenswerter, umso mehr separieren wir diese Dinge und umso mehr sorgen wir auch dafür, dass sie entsprechend sicher verwahrt sind. Wir nutzen Schutzmechanismen, um sicherzustellen, dass nur die Personen, die wirklich vertrauenswürdig sind, Zugriff auf diese Dinge erhalten oder auf diese Dinge haben. Und das, was wir mit physikalischen Dingen tun, sollten wir eins zu eins auch im Bereich der Informationen und der Informationstechnologie uns vor Augen halten. Wir haben dort typischerweise zwei Optionen. Wir können zum einen alle Informationen in einem System speichern und verarbeiten. Das wäre, wie in dem Beispiel erwähnt, als wenn wir alle Dinge, egal wie wichtig oder unwichtig, an einem gleichen Platz oder in der gleichen Lokation in unserem Haus halten würden. Oder wir können hingehen und können es auf eine Unmenge unterschiedlichster Plätze verteilen. Aber wir kennen den Effekt dann auch alle. Wo haben wir es letztendlich abgelegt? Wie finde ich das Ganze letztendlich wieder? Kann also das Ganze relativ schnell schwierig und auch teuer in der Handhabung machen. Was wir mit diesem Hintergrund entwickelt haben oder nutzen, nennt sich Multi-Domain oder Multi-Level Security. Und das Ganze basiert auf einer Technologie, die ich gleich noch ein bisschen detaillierter beschreiben werde, die ist aber zum einen auf Betriebssystemebene implementiert wird und die es ermöglicht, Informationen und Prozesse sauber voneinander zu trennen, obwohl alle diese Informationen auf einem einzelnen System bevorratet sind. Was das ist und wie das geht, wie gesagt, kommen wir ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Das eine ist, man unterteilt die Informationen, die man hat, in unterschiedliche Bereiche. Hier dargestellt als zum einen ein Bereich U in verschiedenen Ebenen, also einmal als öffentlich oder auch intern, also öffentlich für internen Gebrauch, als vertraulich oder auch streng vertraulich. Diese Zuordnung oder dieses Labeling, wie wir es nennen, von unterschiedlichsten Objekten, also jedweden Objekten, das können Dateien sein, das können Netzwerkports sein, das können Ressourcen sein, generell in den IT-Systemen, werden entsprechend gelabelt und entsprechend diesen Bereichen und entsprechend des Security Levels für Zugriff gestattet oder auch nicht gestattet. Das zweite Grundprinzip macht man am besten an einem weiteren Beispiel nachvollziehbar. Wenn Sie ein System haben, wo sich alles in einem einheitlichen Bereich befindet, ein Gesamtsystem befindet und nicht voneinander getrennt ist, ist es letztendlich wie ein Schiff, was einen großen Laderaum hat. Wenn
an irgendeiner Stelle in diesem Laderaum ein Angriff erfolgt oder eine Beschädigung erfolgt, hat das Auswirkungen letztendlich auf das gesamte System, weil die Bereiche nicht voneinander getrennt werden können. Ergebnis wäre ein Totalverlust des Systems, also in diesem Fall des entsprechenden Schiffs. Was wir mit diesen sicheren Betriebssystemen machen, wir trennen diesen Gesamtbereich in eine Vielzahl unterschiedlichster Compartments oder Bereiche auf, wie man sie auch im Bootsbau oder im Schiffsbau kennt, um die Bereiche sicher und nachhaltig voneinander zu trennen. Würde heißen, wenn eine Beschädigung oder in unseren Terminologien ein Angriff auf eines dieser Funktionen oder auf eine dieser Dienste erfolgen würde, wäre nur der Bereich betroffen, würde heißen, es würden möglicherweise Dienste oder Services nicht mehr funktionieren, aber das Gesamtsystem wäre dadurch nicht beeinträchtigt. Also die Isolierung des Schadens würde zum einen die Funktionalität aufrechterhalten und ein zweiter ganz wichtiger Faktor in diesem Zusammenhang, man reduziert mit der Implementierung dieser Technologien Vorrichtungen, dass zum einen die Schadenswahrscheinlichkeit reduziert wird, aber noch dramatischer und noch wichtiger ist, dass man im Fall von einem Schaden auch die Auswirkungen, also das Schadensrisiko, wie hoch ist der Schaden zum Schluss tatsächlich dramatisch reduziert wird. Das Produkt nennt sich, also dieses sichere Betriebssystem, oder die Grundvoraussetzungen nennen sich Pitbull bzw. Pitbull Foundation, weil es, wie gesagt, genau dieses Fundament bildet für sichere Umgebungen, um sichere Umgebungen zu implementieren und auch handhabbar zu machen. Multilevel Security, hatte ich schon erwähnt, heißt im Prinzip die Trennung nach unterschiedlichen Datenklassifizierungen und mit dem Ziel, das Ganze vertrauenswürdig und auch akkreditierbar zu machen. Es ist schnell gesagt, es ist flexibel und skalierbar. Man kann da jedem nur empfehlen, es tatsächlich zu probieren. Was wir typischerweise sehen, ist, dass unsere Kunden relativ klein anfangen und dann in beliebiger Größe das Ganze tatsächlich skalieren lassen. Es hat einen immensen Funktionsreichtum, um nur ein paar wenige zu nennen. Eins davon ist das Aufsplitten des sogenannten Root- oder Super-Users in unterschiedliche Privilegien. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass wenn Sie Ihre Daten irgendwo in die Cloud tun, also Cloud, wie wir alle wissen, mit C-L-O-U-D geschrieben und nicht mit K-L-A-U-T, wollen Sie sicherstellen, dass der jeweilige Dienstleister die Daten handhaben kann, also zum Beispiel eine Datensicherung machen kann, aber Sie werden typischerweise nicht wollen, dass er diese Daten auch auslesen kann. Mit diesem Produkt Pitbull ermöglichen Sie genau das, indem Sie diesen Root- oder Superuser auflösen und ihm halt die Privilegien zuordnen, die er tatsächlich braucht, um seine Funktion auszuführen. Heißt auch, hier ist hier erwähnt, diese Auflösung von Root- oder Superuser gilt für Nutzer wie auch für Programme, ist also nicht beschränkt auf Personen, sondern auch auf Anwendungen, heißt eine Vielzahl von Applikationen verlangen von sich selbst, dass sie in Root- oder Superuser laufen. Heißt, wenn der Lieferant von diesen Softwarelösungen unsauber gearbeitet hat, laufen sie die Gefahr, dass über dieses Programm auch Root-Rechte auf dem Server erreicht werden können. Wiederum hier mit den Ergänzungen, Betriebssystemergänzungen, die Pitbull mit sich bringt, bekommt auch dieses Programm wiederum nur die Rechte, die es braucht, um tatsächlich ausgeführt werden zu können. Eine weitere interessante Funktion ist das sogenannte Mehr-Augen-Prinzip. Das soll heißen, dass wenn bestimmte Situationen eintreten, jemand zum Beispiel etwas tun soll, was außerhalb seiner Autorisierung liegt, haben Sie zwei Möglichkeiten. Das eine ist zu sagen, es muss durch einen zweiten autorisiert werden und erzwungen vom Betriebssystem selbst, also nicht zweiter Username, zweites Passwort und Sie sind wieder unterwegs. Oder Sie können hingehen und können sagen, Sie schicken eine entsprechende Nachricht über einen typischerweise getrennten Kanal an einen Security-Administrator, an den Vorgesetzten, was auch immer,
der im Prinzip aussagt, dass aktiv Daten verändert werden oder verändert werden sollen, dass ein Zugriff auf Daten erfolgt, der eigentlich nicht autorisiert ist. Und last but not least, einer dieser getrennten Bereiche, Compartments, wird typischerweise genutzt, um die Logfiles letztendlich wegzuschreiben. Heißt auch, dass wenn etwas passiert ist, sie garantieren können, dass man Zugriff auf diese Bereiche hat, dass diese also nicht von einem erfolgreichen Angreifer entsprechend manipuliert oder gelöscht werden können. Das ist ein bisschen zur Geschichte von Pitbull als solches. Ich soll eigentlich nur kurz aufzeigen, dass eine Technologie ist, die seit geraumer Zeit existiert. Nannte sich früher kompartmentalisierte Workstations, geht auf Technologie, also zurück aus dem Jahre 1990. In der Zwischenzeit wurde das auf über 20 unterschiedliche Betriebssystemvarianten oder Ausprägungen portiert. Der erste kommerzielle Nutzer hier in Europa war die Credit Suisse 1997. Und vielleicht da ganz interessanterweise, das ist ein Haus, was diese Technologie in relativ großem Umfang nach wie vor einsetzt. Unabhängige Zertifizierungen wurden gemacht 1997 und 1999 und die auch jeweils in USA und in Europa parallel, weil da immer das Thema ist, wenn ich ein Produkt kaufe, was in USA zertifiziert wurde, inwieweit gibt mir das als europäischer Kunde die Sicherheit, dass nicht Leute mit mir unterwegs sind, die ich auch nicht mit mir in meinen heiligen Hallen unterwegs haben will. Die Integration von TNE, da kommen wir drauf zu sprechen, gleich noch, was TNE genau macht und tut. Und dann aufgrund der Veränderungen, die wir gesehen haben im Betriebssystemumfeld, wurde dann in 2011 dieses Produkt Pitbull portiert auf Linux, und zwar auf Red Hat Linux, in der Version RHEL Enterprise Linux, also 6.0. Und seit Anfang 2012 ist das Produkt in dieser Ausführung oder Ausprägung auch zur Verfügung. Das ist so ein bisschen hier zur Akkreditierbarkeit. Wie erwähnt, interessant vielleicht, dass es in USA, das ist das obere Bild, das ist vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, zertifiziert wurde, aber unter anderem auch vom BSI beziehungsweise von der entsprechenden Stelle in England, also auch entsprechend in Europa zertifiziert wurde. Wie erwähnt, nach verschiedenen Maßstäben und Kriterien, zum einen in der Vergangenheit nach dem sogenannten Orange Book oder ITSEC, aber mittlerweile auch nach dem sogenannten Common Criteria, und das ist geschehen unter anderem auch für das AX-Betriebssystem seinerzeit. Und mittlerweile wird das in 4 unterschiedlichen Konfigurationen akkreditiert nach entsprechenden Standards für sicheren Einsatz in Verbindung auch mit diesem genannten MLS-Desktop. Wo Pitbull eingesetzt wird? Letztendlich in allen Bereichen, wo es darum geht, erhöhte Sicherheit oder hohe Sicherheit zu gewährleisten. Und das reicht zum einen von multinationalen Kommandozentralen, und das ist sicherlich ein Thema, weshalb General Dynamics intensiv mit diesem Thema zugange ist, aber genauso auch in Umfeldern wie Online-Banking oder Internet-Banking, Finanzdienstleistungen genereller Art und wie erwähnt bis hin zu Cloud-Computing, also wenn ich sicherstellen will, dass ein Dritter, dem ich meine Daten gebe, mit diesen Daten keinen Unfug machen kann, dann ist sicherlich der Einsatz von einem sicheren Betriebssystemumgebung wie Pitbull eine valide Option. Ein Anwendungsszenario, sagte ich eben, ist das sogenannte Trusted Network Environment. Das wurde von General Dynamics in 1990 oder in den 90er Jahren entwickelt und sollte letztendlich dazu dienen, unterschiedlichste Informationen unterschiedlichsten Leuten sehr flexibel und schnell zur Verfügung stellen zu können, ohne Sicherheitsanforderungen zu kompromittieren. Wurde ursprünglich entwickelt auf Deckbetriebssystemen und hat dann die komplette 20-jährige Entwicklungsstufe mitgemacht bis hin zu dem jetzt erwähnten
Pitbull-basierten Produkt. Was dieses TNE macht in dieser aktuellen Version, in dieser Version 11, ist, wie erwähnt, sogenannte Label Security und Zugriffskontrolle, die sich über alle Aktivitäten, die man so im alltäglichen Leben mit IT-Systemen ausführen will, abdeckt. Also zum einen von Dateimanagement über den Einsatz von Microsoft, klassischen Microsoft Office-Anwendungen über E-Mail oder Trusted E-Mail, ja auch ein Thema, was heftig diskutiert wird. Den Einsatz von Sicherung von Datenbanken über Standard-Applikationen, die auf Webservern zur Verfügung gestellt werden und Zugriff zu Backend-Systemen brauchen, also sprich Java-Anwendungen, zum Beispiel jedweder Art Kommunikation und Zusammenarbeit über unterschiedlichste Gruppen, Länder und Autorisierungen hinweg. Und wie gesagt, zum Schluss immer noch sicherzustellen, dass die jeweiligen Systeme entsprechend überprüft werden können und nachvollzogen werden kann, was mit den entsprechenden Daten passiert. Begriffe, die Sie in Verbindung damit immer wieder finden werden, ist sogenannte Mandatory Access Control, das heißt, dass wirklich der Zugriff vom Betriebssystem selbst erzwungen wird, also nicht von anderen Hebeln umgangen werden kann. Das kann sehr fein granular eingestellt werden. Wer darf letztendlich auf was, anlehnend an die erwähnten Zugangsberechtigungen, die wir vorhin kurz erwähnt hatten. So würde sich im Prinzip ein Desktop für einen User darstellen. Heißt, alle Dateien können im gleichen Filesystem abgelegt sein. Aber jemand, der höherwertigere Berechtigungen hat als sein Kollege, wird Dateien sehen, die sein Kollege nicht sehen kann. Also abhängig vom Label würde jeder aus dem gleichen Datenbaum und aus der gleichen Datenstruktur heraus jeweils nur die Informationen sehen können, auf die er auch tatsächlich Zugriff hat. Ergänzend dazu ist es mit dem Produkt auch nicht möglich, zum Beispiel Informationen, die sind hier farblich dargestellt, die unterschiedlichen Sicherheitsbereiche. Also hier das Blaue, ist ein bisschen schwer zu sehen, im oberen rechten Drittel, ist mit Public definiert. Unten der rote Bereich ist Private oder in dem Fall halt auch Confidential. Der User wäre nicht in der Lage, die Informationen von Private zu nehmen und in das andere Fenster zu kopieren. Also er unterdrückt selbst in den Funktionen Cut und Paste, was mit den Standardprodukten möglich wäre. Ja, das sind die TNE-Vorteile. Ich denke, das kann man relativ schlank damit darstellen, dass sie halt wirklich in der Lage sind, über einen einzelnen Desktop unterschiedlichste Informationen zu bedienen, je nach Authentifizierung und Autorisierung des jeweiligen Anwenders, der vor dem Gerät sitzt, hat er Zugriff auf limitierte Datenmengen oder auf den gesamten Umfang. Das Ganze ist ermöglicht durch, wie gesagt, diese unterschiedlichen Sicherheitsbereiche und unterschiedlichen Sicherheitsebenen. Das Ganze wird unterstützt von, also kann webbasierend über SYN-SYK oder auch mobile Endgeräte zugegriffen werden. Und das Ganze ist eine Lösung, die nicht erst seit wenigen Wochen oder Monaten im Einsatz ist, sondern seit mehr als 10 Jahren sich im weltweiten Einsatz befindet. Das ist eine Präsentation oder der Präsentationsteil, den schwerpunktmäßig ein Kollege eigentlich von mir hätte machen sollen. Erklärt sich nur damit, dass ein paar grafische Mittel drin sind, die wir vielleicht einfach mal letztendlich laufen lassen. Was hier dargestellt sein soll, ist, dass man durch TNE Schutz hat, zum Beispiel für E-Mail, dass man sicherstellen kann, dass E-Mail tatsächlich nur an diejenigen geht, die auch tatsächlich darauf Zugriff haben dürfen. Bei Nutzung dieser grafischen Mittel, wie hier zu sehen, landet diese E-Mail bei diesem TNE-E-Mail-Server, wobei da auch vielleicht zur Erklärung Folgendes zu erwähnen ist. Durch die vorhin erwähnte Pitbull-Basis können diese ganzen aufgezeigten Komponenten, also Webserver, Chatserver, oh, interessant, da ist ein schöner Treiber drin, also auch die File-Saver oder die TNE-E-Mail-Server wird sich alle auf einem einzelnen System befinden. Also müssen nicht voneinander getrennte Systeme sein. Wurde hier nur in der Darstellung so gewählt,
um aufzuzeigen, wo die jeweiligen Informationen landen und von wo aus die Informationen auch letztendlich zentral verteilt werden. Also abhängig davon, was der TNE-E-Mail-Server in dem Fall autorisiert, würde die Mail tatsächlich nur bei dem landen, der als Adressat genannt wurde. Und es ist auch nicht möglich, diese Mail zu nehmen und an einen anderen nicht autorisierten weiterzuleiten, da auch diese Mail wieder über den entsprechenden zentralen E-Mail-Server gehen würde und der die entsprechenden Autorisierungen prüfen würde. Diese Funktionen gelten sicherlich nicht nur für E-Mail, sondern genauso auch für Chat. Also auch da können Sie sicherstellen, dass zum Beispiel was mit einem Secret-Label kommuniziert wird zwischen zwei Personen, nicht von einem der Teilnehmer genommen werden kann und mit Cut und Paste in einen anderen Bereich verschoben werden kann, können also somit wirklich sicherstellen, dass interne oder vertrauliche Kommunikation auch wirklich vertraulich bleibt. Nicht ganz unwichtig, wenn man sich anschaut, dass ja zum Beispiel auch vertrauliche Präsentationen gemacht werden und mit einem klassischen Screen-Aufnahmemöglichkeiten im Prinzip Informationen herunterkopiert werden und im Prinzip an Dritte verteilt werden. Was das halt an Einschränkungen letztendlich nur hat, ist, wenn jemand sicherlich hinter Ihnen steht mit einer Kamera in der Hand und das Ganze kameramäßig mitschneidet, das ist sicherlich eine Thematik da out of bound, die sich auch von einem System wie Pitbull oder TNE nicht abfangen ließe. Aber das ist eine Thematik, da werden entsprechende Schutzmechanismen auch genommen. Das geht sogar dahin, dass man anfängt, mit Webcams sicherzustellen, dass die Personen sich nicht ändern, beziehungsweise keine dritten Geräte halt zum Einsatz kommen. Gleiches bei File-Sharing, wobei bei File-Sharing so ist, dass Sie auch definieren können, dass Daten nur in einem bestimmten Format nach außen gehen können. Heißt, dass man zum Beispiel es entsprechend aufsetzen kann, dass es verschlüsselt ist, beziehungsweise nur als PDF rausgeht. Also wenn jemand versucht, eine normale Excel- oder Word-Datei an jemanden zu schicken, der dafür nicht autorisiert ist, würde das automatisch in ein entsprechend gesichertes Dokument umgewandelt werden. Heißt, last but not least, das, was wir an Vorkehrungen treffen, soll eigentlich das Basiselement sein, um Kunden dauerhaft dieses Grinsen im Gesicht zu lassen und dass sie wirklich mit Sicherheit sagen können, es ist bisher nichts passiert und die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, ist auf ein Maß reduziert, dass es für jeden risikotechnisch abfangbar und bewältigbar ist. Also von daher, vielleicht dieses Abschlussmotto, bisher ist hoffentlich nichts passiert und mit dem Einsatz von Pitbull und Zusatzanwendungen, Applikationen wie zum Beispiel TNE lässt sich auch gewährleisten, dass es so bleibt. Ich habe versucht, das relativ gerade zu halten, sage ich jetzt mal so salopp. Wir sind hier im linken Raum bei der Firma Schiessel auf dem Stand vertreten. Wenn Sie also im Nachfeld zu dieser Präsentation heute oder auch am morgigen Tag Fragen, Anmerkungen geben sollte, würde es mich freuen, wenn wir Sie am Stand begrüßen dürften. Vielen Dank.